Hey, ihr Eumel, willkommen zu Conan Exiles. Conan Exiles ist ein Open-World-Survival-Game, was auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark an Ark erinnert. Und dieses hier ist mein bescheidenes Heim, mein trautes Heim. Ich spiele das Spiel auf PvP-Servern, allerdings alleine, nicht in Gruppen, was ein Riesenvorteil ist. Und dieses hier vorne, meine Kinder, das hier ist der Turm der Verdammnis, wie ich ihn nenne. Ja, aber die Server, die laggen noch ziemlich, also wundert euch nicht, falls wir hier ein bisschen rumteleportieren. Dieses hier ist mein Turm der Verdammnis. Was ich damit mache, wenn ich mich bewegen kann, ja, sehr, sehr schön, Alexis. Gut, dass das jetzt genau kommt, wo ich das zeige, wunderbar. So, auf jeden Fall, hier müsst ihr euch noch eine Tür vorstellen. Ich war jetzt eine kurze Zeit nicht online, daher haben die Leute die Tür eingerissen. Auf jeden Fall, hier ist eine Tür, diese kann man normalerweise nur der Erbauer öffnen. Und ich werde die Leute dann hier reinlocken und auf ewig einsperren. Nein, natürlich nicht auf ewig. Man kann das einreißen. Also macht euch keine Sorge. Ich werde hier einfach, ja, Items droppen. Irgendein Mist wie dieses Ding. Dann sage ich den Leuten, hey, nimm dir die Sachen da vorne. Nimm dir das, mein Freund. Nimm dir das, nachdem ich sie in mein Haus einlade. Und dann, bam, reiße ich hier vorne diese Platte ab. Und die Leute fallen in den Turm der Verdammnis. Ist das nicht was Schickes? Und die kommen dann erstmal eine Weile nicht raus. Natürlich können die irgendwann, das ist nur Spaß. Also nicht, dass ich hier irgendwie Anfänger mosche. Die können natürlich die Tür und so öffnen, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir sind kein böser Mann. Ja, und das Ganze ist, wie gesagt, ein Open World Survival. Es gibt ein tolles Crafting und auch Base Building System. Das Spiel steckt allerdings noch in den Kinderschuhen mit Early Access. Also es gibt nicht wirklich viel, was man derzeit machen kann. Die Server-Performance ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Nichtsdestotrotz kann das Spiel relativ viel Spaß machen. Wir sehen zum Beispiel, möchten wir diese Tür hier bauen, brauchen wir 50 Holz und 10 Zwirn. Zwirn stellen wir aus Pflanzenfasern her. Das bedeutet, wir rennen zu Pflanzenfasern oder zu Pflanzen, nehmen uns Fasern davon ab, wandeln die um zu Zwirn, fertig. Außerdem, warte mal, ich nehme mal ein bisschen Stein mit für die ganzen Platten. Wow. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht überladen. Aber ich bin eine ziemlich starke Powerfrau. Ne, wer mich kennt, der weiß das ja. Dass der Wenger eine starke Powerfrau ist. Und, ja, wir können Tiere töten. Die Gazellen geben viel Erfahrung. Die sind allerdings sehr windige Biester. Sie halten viel aus. Hauen schnell ab. Vor allen Dingen, wenn der Server ein bisschen rumlegt. Ich jage die allerdings ziemlich gerne. Denn die geben echt einen Batzen Erfahrung. So viel wie, manch andere Tiere, die sich wehren, nicht geben. Ich glaube allerdings, dass das Erfahrungssystem auch ein bisschen davon abhängig ist, wie oft man dieselbe Art von Tier getötet hat. Irgendwann gibt es weniger Erfahrung einfach. Vor den Spinnen muss man übrigens aufpassen. Die können einen vergiften und ja, dann hat man ein Problem. Das verkrüppelnde Gift zum Beispiel jetzt lässt mich sehr, sehr schlecht nur noch manövrieren. Und wir töten das Vieh am besten mal. Weil das ist echt nicht schön. So eine komische Spinne. Weg mit dir. Wenn man keine Ausdauer hat, lohnt es sich, sich einfach hinzuhocken, ein bisschen zu warten. Die Ausdauer regeneriert dann eigentlich schnell, solange der Server nicht, naja, wirklich laggy ist. Wir warten mal kurz, bis das voll wird. Reicht schon. Ich muss hier die Gazelle töten. Die kann nicht mehr so viel aushalten, also. Also irgendwann muss das... Irgendwann muss das Vieh doch auch mal sterben, sag mal. Richtiger David Blaine hier, die Gazelle. Aber so ist nun mal ein Early Access Game. Man muss zeigen, wie das Spiel so ist. Also jetzt langsam übertreibst du, aber wie... Und jetzt werden wir auch noch hier von den Eingeborenen gejagt. Aber wie viel über... Hallo? Ich wollte eigentlich nur zeigen, wie ich Erfahrung sammle und du machst mir das Leben so verdammt schwer. Wehe, der Eingeborene tötet dich. Wehe, ich töte dich, okay? Meine Güte. Und deswegen geben Gazellen viel Erfahrung. So, warte mal ab, du kleiner Eingeborener. Eingeborene sind immer unsere Feinde automatisch. Das sind allerdings NPCs. Das erkennt man meistens dann an dem Namen. Es spielen natürlich auch Online-Spieler, gegen die man dann gegeneinander kämpft. Das Kampfsystem, gegen die Eingeborenen zu kämpfen, ist dadurch, dass die Server meistens laggy sind, relativ unschön noch im Moment. Aber ich glaube, wir werden erst einmal
verschwinden, weil das Ganze so keinen Spaß macht. Was ich euch zeigen wollte, ist Pflanzenfasern. Die sammeln wir einfach hier, an diesen Büschen. Wir kümmern uns einfach mal gerade gar nicht um die Wilden. Ja, obwohl ich eigentlich auch relativ wild aussehe, aber es ist ja egal. Die Rüstung, die ich habe, ist eine leichte Rüstung. Die kann man hinterher craften. Ich kann euch auch zeigen, wie. Ich habe die allerdings hier im PvP erworben, diese Rüstung. Jemanden besiegt, der diese Rüstung hatte und ihm dann geklaut. Ich selbst kann sie noch nicht selber craften. Ich konnte das mal auf einem anderen Server. Der Server ist allerdings down gegangen. Die Charaktere werden immer nur auf den Servern gespeichert. Und ja, das bringt einen dann nichts, wenn die Server plötzlich nicht mehr da sind. Mein Charakter mit all meinen Skills und mein ganzes Haus, alles, was ich gebaut habe, war einfach futsch. Einfach futsch. Auf jeden Fall haben wir jetzt 35 Pflanzenfasern und wir stellen einfach mal 10-mal Zwirn her. Und gehen außerdem, wenn man die Karte sich anguckt, sieht man, die dunklen Stellen sind Flüsse und Seen. Wir töten einmal kurz die Hyäne, weil davon gibt es echt 1 Million hier. Das sind richtig, richtig nervige Biester. Aber man kann sie viel besser töten als diese verdammten Gazellen. Und ich werde mit Stein auch mein Steinschwert reparieren. Man muss darauf achten, sonst hat man plötzlich im Kampf sein Schwert nicht mehr. Das erst zu reparieren, in der Zeit haut der Gegner, wer weiß wie oft, auf euch auf. Ein, also immer dafür sorgen, dass in den Pausen alles repariert ist. Und wir sehen ziemlich cool aus, oder? Wie wir durch die Wüste rennen. Ja. Wir sind ein Barbar. Wir sind ein Barbar. Die Leute sollen Angst vor uns kriegen. Der Sprachchat scheint im Moment noch nicht wirklich zu funktionieren, leider. Sonst könnte ich Leute in meinen Turm der Verdammnis führen. Hallo. Hallo. Allerdings hören einen Spieler im Moment noch nicht. Was? Einmal kurz trinken, wenn wir hier sind. Was letztes Mal natürlich noch gut funktioniert hat, funktioniert jetzt nicht mehr. Ich werde einmal mein gebratenes Fleisch verzehren. Und dann holen wir uns mit der Axt einmal ganz kurz Holz. Und sobald wir 50 Holz haben, in den Klammern wird immer die Menge angezeigt, die man insgesamt im Inventar hat. Sobald wir 50 Holz haben, gehen wir zurück und bauen die Tür erneut. Diese Vandalen hier, die schlagen die Türen eh sofort wieder ein, wenn ich nicht auf dem Server bin. Deswegen verstecke ich nicht wirklich wertvolle Sachen in meinem Haus. Weil man die Türen sehr leicht aufboxen kann, was eigentlich noch nicht gehen sollte. Dass man mit den Fäusten Türen zerschlägt. So, wir haben schon genug. Und auf Herstellen. Wir können insgesamt eine herstellen, weil ne, man braucht pro Tür 50 Holz und 10 Zwirn. Wir stellen es her. Die Herstellung läuft in der Ecke weiter und wir rennen dann einfach mal zurück. Damit ich gleich meine Tür einbauen kann. Was ihr hier seht, hier unten in der Ecke, ist ein Trinkschlauch. Sehr wichtig, wenn man mal ein bisschen länger auf Reisen ist, dass man nicht verdurstet. Also ein bisschen Fleisch mitnehmen. Ich werde nochmal ein Stück nehmen. Immer ein bisschen gebratenes Fleisch mitnehmen. Dafür müsst ihr eigentlich nur das Lagerfeuer craften. Hier vorne. Und ja. Und dann das Fleisch, was ihr von den Tieren erlegt. Einfach braten mit Holz zusammen. Um Tiere... Ja, wie soll ich sagen? Um Tieren das Fleisch, die Haut und alles mögliche zu nehmen. Oh, hier haben wir einen ekelhaften Strauß. Die Dinger sind wirklich... Die sind relativ schwierig sogar zu besiegen. Also wenn man neu auf dem Server ist, noch nicht die ersten Rüstungen hat und vielleicht die erste Waffe, sollte man sich nicht mit den Dingern anlegen. Und ich kann euch mal kurz zeigen, würden wir jetzt mit der Axt... Wir können auch mit dem Schwert draufhauen, ich mach's mit der Axt. Dann seht ihr Wildfleisch und Tierhaut. Haben wir nun ein bisschen erhalten. Das kann man so lange machen, bis der Körper verschwindet. Aber wir brauchen gar nicht so viel Material. Deswegen renne ich zurück. Seht ihr das? Das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Wir rennen zurück zu meinem trauten Heim. Einmal kurz schauen. Ja, wir wissen. Ich und hier ist übrigens noch ein Lager der Wilden. Es gibt mehrere. Ich habe mein Haus direkt eigentlich zwischen drei Lagern dieser Wilden hier gebaut. Aber Moment, hier scheint irgendwer zu kämpfen. Was ist denn hier los? Irgendwer scheint hier gegen die Wilden zu kämpfen anscheinend.
Ich werde mal einmal die Hyäne töten. Damit die uns nicht stört. Ich guck mal, wer da ist. So viele wilde Tiere hier. Na komm, die Hyäne. Fragt sich, wer hier gerade gekämpft hat. Ah, da vorne. Da vorne ist die Person. Kämpft gegen die Wilden. Soll sie mal machen. Da man leider im Moment noch nicht reden kann. Die haben wahrscheinlich Angst, die meisten Menschen, dass ich sie angreife. Denn, ja, man kann natürlich Leute töten und ihnen das ganze Gear klauen. Ich denke mal, dass einfach viele Leute Angst davor haben. Vielleicht deswegen auch nicht mit dir reden. Aber das scheint eh im Moment nicht wirklich zu klappen. Das hier ist eines der fetteren Viecher. Hält auch relativ viel aus. Ich würde mal sagen, wir erledigen das. Wir erledigen das. Das ist eigentlich relativ schade, aber die Server sind so laggy. Ah, ist eigentlich relativ friedfertig, oder? Aber ich brauche die Erfahrungspunkte. Sobald wir... Tut mir leid. Es ist nicht für das Elfenbein. Wirklich nicht, mein Freund. Aber solange wir einfach um den herumtänzeln, passiert so gut wie gar nichts. Die Dinger halten aber gut 20 Schläge aus. Also, so sehen die aus. Aber das ist leider die Server-Performance. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so lange dauert. Es dauert auch eigentlich nicht so lange. Na komm. Meine Güte. Meine Güte. Es wird langsam ziemlich dunkel. Wir rennen mal schnell nach Hause hier. Sicheren Unterschlupf suchen. Naja, sicher ist es eigentlich erst, sobald ich die Türen errichtet habe. Und selbst dann können die Leute rein. Aber was soll's. Sind wir nicht elegant? So. Zeige ich euch mal kurz, wie man die Türen baut. Also, komm her, du. Ich sollte mal eine Fackel nehmen. Es ist wirklich... Und wir sind der Besitzer. Dies hier ist ein Bett. Das sollte man direkt anfangs craften. Denn ein Bett speichert eure Position, euren Spawnpunkt. Wenn ihr dann also sterbt, werdet ihr dort wieder respawnen, wo ihr das letzte Mal euren Spawnpunkt an einem Bett aktiviert habt. Dies hier vorne ist mein Feuer. Ein bisschen unter einer, ja, wie soll ich sagen, bisschen geschützt habe ich das gebaut. Und wir können einfach Fleisch oder wie Wildfleisch reinpacken. Holz dazu. Das Feuer einstellen und warten, bis es brät. Fertig. Das ist schon alles. Das ist schon der ganze Trick. Und hier werde ich weiter mein Haus ausbauen demnächst. Ich muss mal einmal schauen. Dieses verdorbene Fleisch brauche ich nicht. Das nimmt nur die Insekten. Essen wir einfach mal. Und ja. Was wir nicht brauchen, können wir später auch noch wegwerfen. Crafting geht relativ leicht. Und auch das Bauen ist eigentlich keine Tat, wenn man nicht so ein meisterlicher Architekt ist wie ich, dann geht das relativ leicht. Aber ihr seht, ihr könnt hier einfach die Böden dran machen. Dieses Spiel gibt wirklich nicht etwas auf Statik, wenn ich das mal so sagen darf. Geh mal hier raus. Und ich zeige euch, was ich meine. Dieses Ganze... Oh mein Gott. Wer flüssiges Spielerlebnis will, sollte noch warten. Auf jeden Fall, dieser ganze Klotz hier steht eigentlich... Stand auch ohne die Mauer hier. Aber selbst wenn diese Mauer dort stehen würde, ihr wisst, was ich meine, oder? Also Statik gibt es in diesem Spiel nicht wirklich. Zum Glück, muss man vielleicht aber auch sagen. Zum Glück. Würde man ein Level aufsteigen, ihr seht ja oben meine Erfahrung. Leider konnte ich dieses fette Rhinoceros nicht besiegen. Also ich habe draufgehauen und draufgehauen und draufgehauen. Ungefähr 5 Minuten lang. Es ist nichts passiert, aber man bekommt verfügbare Punkte. Werden sogar mehr, je höher man im Level steigt. Und diese kann man dann auf sowas wie Stärke, Agilität, Vitalität und all sowas verteilen. Je nachdem, wie man möchte. Ich mache zum Beispiel mehr so ein Kriegerbild. Man kann auch auf den Bogen gehen oder was auch immer. Warte mal, hier du... Glaubst du, du kannst dich an mich ranschleichen, oder was? Komm her, du. Die Hyänen brauchen zum Glück noch 5, 6 Schläge. Wenn der Server es hergibt. Ja.
Und man kann Rezepte lernen natürlich. Das hier, die grünen, sind die Rezepte, die ich schon erlernt habe. Die gelben kann ich erlernen. Das nächste, was ich machen werde, ist der Handwerksgeselle. Und ihr seht, das hier sind die Erforderungen, also die Anforderungen. Wir müssen noch Gerber lernen und wir müssen auch noch Zimmermann lernen. Man sieht, dass das hier gelb eingekreist sind. Die kosten jeweils 3 Punkte. Wir haben gerade nur 2 verfügbar, weswegen ich keinen von diesen Sachen auswählen kann im Moment. Und deswegen müssen wir ein Level aufsteigen. Man bekommt auch manchmal mehr als 1 Punkt, also kann man das relativ fix machen. Was man sogar Schönes machen kann, ist, sich Sklaven zu halten. Für Sklaven muss man aufpassen, dass man mehr so eine Art Schlagstock als Waffe benutzt, die Gegner vielleicht nicht direkt umbringt, nicht so wie ein Schwert. Und dann muss man einen Leibeigenfänger bauen. Hier Knüppel und die Fesseln, diese Dinger. Und dieses Lesser Wheel of Pain kann man dann von einem Sklaven, Sklaven müssen NPC sein, kann man fangen und in seinem Haus dann einfach arbeiten lassen an diesem Wheel. Also auch Sklavenfangen geht. Aber NPC-Sklaven sind so langweilig, deswegen habe ich hier meinen Turm der Verdammnis. Und ja, ich möchte richtige Menschen als Sklaven halten. Nicht nur irgendwelche NPCs. Das kann jeder. Nein, 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 nein. Ich will die richtigen Menschen als Sklaven halten. Und unsere Fackel ist wieder aus. Das ist aber kein Problem. Es sollte sogar gleich wieder relativ hell werden. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauert. Bis es wieder... Oh, wow. Es ist super dunkel. Diese Fackel braucht Pflanzenfasern, damit wir sie wieder anmachen können. Ich renne einmal ganz kurz hier runter mit dem wenigen Licht, das ich habe. Hier gibt es... Hier ist auch eine Art Busch. Es sah so aus, als gäbe es hier einen Busch. Unten gibt es auf jeden Fall Pflanzenfasern und auch andere Hütten von anderen Menschen. Ihr könnt nicht einfach so in die Hütten der anderen reingehen. So wie ihr nicht das Feuer, Lagerfeuer von anderen Leuten benutzen könnt oder generell etwas, was die anderen erbaut haben. Könnt ihr nicht einfach benutzen. Ihr müsstet es schon zerstören, wenn ihr wollt. Man kann das Spiel auf in verschiedenen Arten spielen. Reines PvP, man kann aber auch PvE spielen. Bei manchen PvE-Servern kann man dann zum Beispiel die selbst hergestellten Sachen der anderen Menschen nicht kaputt machen. Aber auf PvP kann man alles kaputt machen, alles töten. Hier vorne ist ein Schrein eines Gottes. Ich schaue mal eben, dass ich schnell die Erfahrungspunkte sammle. Man sammelt übrigens auch Erfahrungspunkte durch das Sammeln von Pflanzen oder durch das Bauen, durch das Abschürfen von Steinen und Erzen. Schauen wir mal. So ein Weg kann lang und erschwerlich werden. Einfach nur dadurch, dass man die ganze Zeit teleportiert wird. Erinnert ein bisschen an Rubberbanding von anderen Spielen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und es wird langsam wieder Tag. Alles gut. Kann ich die Fackel wegtun und mein Schild benutzen. Schau mal, ob es hier noch andere Gegner gibt. Oh, Eier sind eine sehr gute Nahrungsquelle. Vor allen Dingen, wenn man noch kein Lagerfeuer craften kann. Kann man die Schieferrücken-Eier einfach so roh verköstigen. Ihr müsst aufpassen, dass ihr kein Fleisch roh verköstigt. Das kann euch eine Lebensmittelvergiftung geben. Und hier vorne haben wir doch einen Gegner. Ja, dann komm her, du. Machen wir den mal fertig, diesen Golem. Der Schildkrötenmensch. Oder wie auch immer man das nennen soll. Wenn wir noch den Strauß töten und vielleicht einen Gegner mehr, wenn wir das nächste Level erreichen. Und dann zeige ich euch, wie man die Rezepte erlernt und Stufen aufsteigt. Also komm her. Du Strauß, du Emu. Gefährliche Vögel, wirklich. Wenn die Server besser laufen, dann seht ihr das. Wir attackieren euch und sind wirklich stark. Und wir sind eine Stufe gestiegen. Wunderbar. Das ist perfekt gelaufen. So kann ich euch das wunderbar zeigen. Also wir haben jetzt verfügbare Punkte 3. Ich habe Stärke mittlerweile schon auf 5. Deswegen sind die Kosten dafür höher. Was ich allerdings gemerkt habe, ist, dass Stärke vielleicht gar nicht so wichtig ist. Vielleicht passt ihr lieber darauf auf, dass euer Stamina-Pool hoch ist. Denn dann könnt ihr einfach öfter schlagen. Und öfter zu schlagen und Gegnern hinterher zu rennen, bedeutet in den meisten Fällen auch, dass ihr der Sieger seid. So haben wir nämlich diese Rüstung hier gewonnen, die wir anhaben. Da unser Gegner keine Stamina mehr hatte und nur noch versucht hat, wegzulaufen. Aber er hatte keine Chance. Keine Chance. Und als nächstes werden wir wohl die Gerberei lernen. Ihr seht, wir hatten vorher 2, wir haben 3 dazu bekommen. Und zack.
Wir besitzen die Gerberei. Nun müssen wir als nächstes Zimmermann erlernen und danach können wir schon die Eisenpickel und die Eisenaxt bauen, was viel besser ist, wenn wir Holz und Eisen abschürfen wollen oder fällen wollen. Und dann außerdem können wir das eiserne Breitschwert, nachdem wir die Blacksmith Bench gebaut haben, für uns craften. Und das ist natürlich gut, denn das ist eine viel stärkere Waffe als mein Steinschwert. Das Steinschwert ist eine der ersten Waffen, die man so erlernen kann, sollte. Das hält dann erstmal die ersten, hilft einem erstmal die ersten Level. Ihr seht jetzt hier vorne die Gerberei. Und was wir dafür brauchen, wir 42 Steine, 60 Holz, 50 Rinder, 25 Zwirn. Das klingt am Anfang erstmal viel, aber ihr werdet sehen, dass das relativ leicht eigentlich zu managen ist, das zu bekommen. Vor allen Dingen, wenn ihr in einer Gruppe spielt, könnt ihr euch in einem Clan zusammentun. Sowas wie ein Squad. Und dann könnt ihr natürlich auch die Häuser eurer Freunde besuchen, beziehungsweise zusammen ein Riesenhaus bauen. Und manche Leute können sich dann darauf spezialisieren, dass sie eine Schmiede bauen. Die anderen machen das, die anderen machen das. Und so muss man nicht alles erlernen und kann ein bisschen seine Erfahrungspunkte und so speichern. Hey! Hallo? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, oh Gott. Okay, es sieht so aus, als würden wir angegriffen werden. Ich habe natürlich keine Lust, mich mit einem Zweier-Squad anzulegen. Daher werden wir erst einmal das Weite suchen, würde ich sagen. ihr seht schon. Zum Glück haben wir gerade Stamina gelevelt. So können wir erstmal schön wegrennen. Und wenn unsere Verfolger nicht die gleiche Ausdauer wie wir haben, dann werden sie uns vermutlich sogar bald in Ruhe lassen. Na, was macht ihr? Ich bin doch nur ein kleines Mädchen. Okay. Jetzt sitzt du nicht mehr mit deinem Freund hier. Also zeig, was du kannst. Wenn du nicht mehr mit deinem Freund unterwegs bist, meine Junge. Und er ist down. Seht ihr? So macht ein Wenger das. Und ich nehme mir ein paar seiner Sachen. Vielen Dank. Das haben die Leute davon. Die versuchen uns zu töten. Und vor ihm werden wir erst einmal davonrennen, denn er hat das bessere Schwert. Kann ich das eben reparieren? wie er sich aber auch mit uns anlegen will. Aber ich bin nicht verrückt. Er hat das viel, viel bessere Schwert. Vermutlich würden wir den kürzeren ziehen. Ja, verschwinde mal lieber. Verschwinde mal lieber zu deinem Freund. Ja, ja. So ist das, wenn man sich mit mir anlegt. Nur weil wir aussehen wie eine Dame, bedeutet das nicht, dass wir uns nicht verteidigen können, oder? Und weg ist er. Ihr solltet euch auch mal lieber verpieseln. Ich werde in mein Haus gehen. Das Leben ist nicht leicht, oder? In der barbarischen Welt. Von Conan Exile. Vielen Dank euch fürs Zusehen, Leute. Falls ihr mehr sehen wollt, lasst es mich wissen. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir irgendwann noch unseren Turm der Verdammnis. Adios!